Ja, hallo, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim, die Unendliche, und wir sind hier gerade im Flusswald und ja, haben Alvor verloren. Es tut mir wirklich leid und ich knie mich da auch nieder. Aber ja, was soll ich machen? Das war eben so. Und wenn wir gerade mal hier sind, Leute, ihr dürft nicht vergessen, in diesem Spiel ist es ganz wichtig, ja. Sammeln, nämlich Alchemie ist extrem wichtig, wenn ihr einen guten Char erstellen wollt. Wir sind da hier jetzt gerade, ja, wir warten da jetzt 12 Stunden, ganz einfach so. Wenn wir schon hier sind, dann kaufen wir auch gleich beim Händler was ein, was auch immer der zum Kaufen hat. Das solltet ihr auch nie vergessen. Wenn ihr coole Rüstungen braucht, dann braucht ihr einfach Alchemie, Verzauberung und Schmiedekunst. Und ja, der Tag ist vergangen, da hat sich nichts respawned. Da hätten wir immer wieder ein wenig Rohmaterial kaufen oder geschenkt bekommen. Aber wenn der jetzt da rumliegt, der arme Alvor. Und das Handel, da können wir auch immer wieder, da respawnt einiges, möchte ich nur sagen. Ja, wir können die Dame auch heiraten, schlussendlich irgendwann mal. Und ihr seht hier, wir können das Zeug mitnehmen, hat aber nicht viel Wirkung. Also das, was wir selber machen, das ist extrem besser. Ziegenkäse ist shit, aber Eidara-Käserad, das wäre cool. Wir schauen mal, was der zum... Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Ich danke Vielen euch. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das Flusswald-Handelskontor ist wieder das, was es einmal war. Unser Feendal ist weg. Ah, der bleibt nur auf der Map. Und wenn wir woanders hingehen, dann bleibt er dort. Wir sind hier die Einzigen, die nicht vollkommen verblödet sind. Ah, ist okay. Also, Lucan, schau mal. Das Flusswald-Hand... Für manche ist es Ramsch. Für mich... sind es Schätze. Schauen wir mal. Ja, Waffen, Pipapo und was auch immer dazu. Redekunst haben wir genug. Was? Bei Benra? Ja. Wir schauen jetzt nur auf die verzauberten Sachen. Weil wir haben ja, und das könnt ihr auch noch nicht wissen, in der Zwischenzeit bei dem Hardware-Breakdown fast alles entzaubert, was es zum Entzaubern gab. Ausdauer, Gesundheit haben wir alles. Ja, Zaubertränke brauchen wir sonstiges. Bücher, ah, da wäre es interessant. Wir brauchen nämlich jetzt nicht Frostbeselden, Buch, Asgard, Zombie, auch nicht sonstiges. Mächtige Seelenstein, ja genau. Die, hoppala, sorry. Wir haben ja da was ganz anderes. Ich habe das, glaube ich, Schlossknacken, Blödsinn, Knackhandschuhe, Knacksilberin, Feuer, Puh. Wir haben da einiges an. Sehe ich da jetzt falsch? Feilschen und Knacken, genau, ihr seht ja, Schlossknacken ist um 40% leichter und um 25% bessere Preise. Das ziehen wir jetzt an, ja. So gut. Und meine fragen Schwester ihn noch einmal. Werft einen Blick darauf. Und dann schaut der Preis schon ganz anders aus, ne? Sonstiges. Und wir haben da jetzt mächtigen Seelstein, ja, schon mal 100 runtergedrückt, ja. Den kaufen wir doch gleich, ja. Säbelzahn, Tiger. Zähne würden brauchen, aber ja, Silber jetzt brauchen wir auch für, das gibt es nämlich ganz selten, das brauchen wir für unsere Ketten, also unsere Amulette, also Halsketten und Ringe und da, ja, noch das Schmonzen, 2000, was hat denn der da jetzt alles bekommen von uns, genau. Wir verkaufen da Zaubertränke. Die Zaubertränke, weil wir sind ja gelevelt in der Alchemie ziemlich hoch, haben wir Zaubertränke erstellt, die extrem viel wert sind. Zurzeit nicht dabei. Verzauberung bestellen.
Das ist alles Blödsinn. Gesundheit regenerieren. Gesundheit regeneriert sich 300 Sekunden lang, 141% schneller ein Ziel im Ziel. 68 Punkte Magica. Da können wir jetzt auch einmal zuschlagen. Das werden wir, glaube ich, auch nicht brauchen. Und um 200 Gold, was gibt es denn da? Der Regeneration. Ja, 50% haben wir Nummer 1. Das ist auch nicht in der Shortcut-Leiste. Das hauen wir rein und dann haben wir schon auch Geld verdient. Mhm. Gut so. Wie gesagt, wir können hier alles mitnehmen. Wenn ihr nicht so hoch gelevelt seid. Sucht ihr etwas Besonderes. Ja, suchen wir. Wenn ihr nicht so hoch gelevelt seid wie ich zurzeit, wir sind jetzt auf Stufe 59. Ja. Ich schaue da kurz einmal durch, dass ihr das alles auch seht, was in den 2 Wochen passiert ist, ohne dass ich gespoilert habe oder auch noch den Fortgang der Geschichte verändert habe, außer bei den Zauberern, da ist mir ein Fauxpas passiert, aber egal, das habe ich gespeichert und kann auch nachzeigen, das ist nicht so tragisch. Da ging es um den ersten, um die erste Begegnung mit den Weißbärten und Pipapo. Da haben wir nichts gemacht. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Ja, bitte, dann du das. Lasst mal sehen. Ich habe einen Brief und einen Haufen Gold. Irgendwas von wegen eurer Erbschaft. Und mein Beileid. Das war's dann wohl. Ich muss los. Okay. Brief, Erbschaft, Pi, schauen wir gleich mal. Bücher, ja. Brief eines Freundes. Testament, schau. Ich ja, was ist da? Tosita. Im Namen von Jarl Balg, ruft der Ältere, haben wir die traurige Pflicht, euch über den Tod von Alvor zu informieren. Alvor hat euch ein Erbe von 100 Goldstücken vermacht. Der Hof des Jarl hat eine gesetzliche Steuer in der Höhe von 10 Goldstücken erhoben. Die übrige Summe wurde an einen vertrauensvollen Kurier zu übergeben. Also, Leute, das finde ich ja extrem cool, weil wir zu blöd waren, den Drachen schnell genug zu töten, haben wir jetzt noch eine Erbschaft gemacht. nichts vergessen. Vielen Dank. Wir brechen auf? Ja, folgt mir. Komm. Gehen wir. Okay. Alva. Ja, die kannst behalten. Du armer Teufel. Wir haben aber einen Schlüssel jetzt, dann können wir da rein. Ja. Oh. Wir haben hier nicht den Schlüssel von Alva. Sonstiges Schlüssel, ja, fand ich. Alvas Haus, ja. Alva, achso. Dann brauche ich deinen Schlüssel auch noch. Sorry. Okay, vielleicht bist du auch zum Haben. Eine Witwe. Ja, dich müssen wir neu einkleiden. Egal. Gut. Genug geschwätzt. Auf geht's jetzt. Karte. Und. Sollten wir vielleicht speichern vorher? Ja, könnte ja leicht sein. Wir speichern vorher. Können wir so natürlich wieder nicht. Ja, klar. Dann speichern wir hier. Ja, du weiter. Karte. Und wir reisen da gleich jetzt da zum letzten Schlachtfeld. Ja. Da wird sicher finster sein und ich werde jetzt im Freien versuchen, am Tag ein wenig zu arbeiten, weil wir kommen sicher in Dungeons und ja, da ist es ja finster und ja, ohne Ende. Also ein wenig Tageslicht ist ja immer cool. Ich werde dann auch die Zeit vorstellen, also wir werden da warten, bis es wieder Licht ist und ja, genau so werden wir das machen. Wir können da auch diese Figuren drehen, ist mir aufgefallen. Da ist er wer. Hallo? Wer bist denn du? Soldat der Sturmhändel. Ist dir eigentlich klar,
reden wir. Ja, bitte. Dass wir die für euch gesäubert haben. Ja, ein Undank ist der Weltenlohn, das möchte ich auch noch sagen, gell? Da liegen die ja noch rum. Ja? Ja, bitte? Ja. Ja, Sturmmäntel, haha. Also, wenn das so weitergeht? Ja, ja. Ja, mehr als ja kann es nicht sagen, okay. Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfric Sturmmantel erwartet sie. Ja, wenn ihr alle so freundlich seid. Schließt dich dem Aufstand der Sturmmantel an. Ja, eventuell. Eventuell, Leute. Alchemielabor brauchen wir nicht. Die haben da jetzt wieder alles klar gemacht, nachdem wir wirklich da fast, ja. Also ohne Scheiß, wir sind da. Kaum erwarten, noch so einen Kaiserlichen zu töten. Soldat, ja, du bist ein Fesche eigentlich. So mit dem Kopfschmuck. Kann man nichts verhauen. Wir schauen da mal rauf. Ja, egal, Leute, das ist die Unendliche. Ich glaube, ihr habt euch wohl verlaufen, Freund. Haben wir nicht. Diese verdammten kaiserlichen Ketzer. Kaiserliche Ketzer, ja, und du auch bei noch. Den ich sehne mich danach, mit meinen Brüdern da draußen gegen das Kaiserreich zu kämpfen. Ja, wenn du dich sehnst danach, also ich könnte mir was Besseres vorstellen. Aber der Helm macht schon was her, ja? Hm? Ja, sag was. Ja. Okay. Oh, da liegt ja noch wer. Na, Feendahl, geh. Der rück mir nicht immer so auf die Pelle. Ich muss immer auf dich aufpassen auch, weil der stirbt mir viel zu schnell. Ah, die könnten wir brauchen. Der Rest ist schmarrn. Warum ich die einsammle? Ja, wir brauchen immer wieder für Verzauberungen und so Armschienen und die sind dann. Wir werden diesen haltet die Augen offen. Ja, auf weswegen eigentlich? Egal. Die Musik ändert sich, das heißt jetzt. Eigentlich gar nichts, gell? Ich werde ganz allein gegen die gesamte Armee antreten, wenn sie es wagt, mir hier gegenüberzutreten. Okidoki, wenn du das sagst. Verflixt, also. Bei Fallout war das ganz easy. Wir hatten da 8 Shortcuts und in diesem blöden Game, also das extrem cool ist, muss ich sagen. Also ich kann nicht anders. Mir gefällt das so dermaßen, weil man so viel andere Sachen machen kann. Ich kann es kaum erwarten, noch so einen Kaiserlichen zu töten. Ja, okay, wir haben das. Seht ihr? Ich verdrück mich permanent. Egal. Ja, da wird nicht mehr viel rausschauen, aber ich möchte noch kurz da runterschauen. Feendahl, spring runter ins Verlies, weil da haben wir das letzte Mal nichts gefunden im Kerker. Wäre echt interessant zu erfahren, warum die Magier da. Ihr habt hier keinen Zutritt, also verschwindet. Was heißt das jetzt? Sollen wir gleich gehen oder was? Ja, dann gehen wir. Okay, das ist. Okay. Wir könnten auch die ganze Partie aufmischen da, aber wir wissen ja noch nicht, wer oder was die sind, ne? Ja, okay. Gut, ja, es ist kein Weiterkommen in diesem Spiel. Ich habe das schon gemerkt. Also wer keine Geduld hat und auf mein Gequatsche nicht angewiesen ist, der sollte sich nach den Titeln des Videos halten.
weil ich denke, das wird noch ewig dauern, bis wir... Da schauen wir, da gibt es was zum Sammeln. Diesel, cool. Da drüben ist ja auch, ja? Da ist eine Höhle. Oh. Versteck entdeckt. Was ist denn das da? Kobelschimmel. Da ist wichtig. Und die sind ja. Zielhöhle des verlorenen Messers. Okay. Leute, das schaut nicht gut aus. Naja, egal. Wir machen hier, ja, da gibt es noch Bergblumen. Ja. Also immer, wenn ihr was so leuchten seht, ja, sofort zugreifen. Da oben gibt es auch einiges. Das sind die Schneebären, die sind extrem wichtig. Schneebären, Leute, einprägen, Schneebären sind wichtig. Ich laufe da jetzt blöd durch die Gegend und ihr sagt, ja, Toso, der kommt auch nicht weiter in der Geschichte. Aber, wurscht. Da oben ist eine Fahne. Gut so, wir haben es geschafft, zum nächsten Punkt zu springen und ich speichere hier ab. Und da oben gibt es auch noch, das sind Disteln, ja. Wir wären da jetzt, glaube ich, auf dem Weg. Da ist das Ziel. Da müssen wir lang und da werden wir weiter starten. Okay, wir sehen uns dann beim nächsten Video, wenn es da weitergeht. Ich sammle dann noch Bergblumen. Okidoki, wünsche euch einen schönen Abend. Euer Toso, ciao.